Was für eine Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Da unten ist eine Höhle. Und die gehen wir jetzt kurz besuchen. Und da hinten waren wir. Das ist unbeschreiblich. Diese Ruhe. Wahnsinn. Wie schön. Da hinten ist Zypern. Da sieht man ein bisschen was. Krass. Hier geht's runter zur Höhle. Eintritt ist 60 Lira für beide. Gilindire Magarasi oder sowas. Ja, schaut nicht schlecht aus. Also da ist Zypern, sieht man sogar. Habe ich bestimmt schon 10-mal gesagt. Und wir sind hier Gilindire Magarasi. Bin ich gespannt. Oder? Aber man sieht, dass die ausgetrocknet sind. Die Feuchtigkeit gibt es nicht mehr. Treppe ist okay. Treppe ist okay, ist neu. Es wird jetzt ein bisschen kühler. Aber die Feuchtigkeit fehlt komplett, weil das Wasser wahrscheinlich auch nicht mehr da ist. Hier unten geht es tiefer rein. Dann geht hier nochmal eine Treppe hoch. Wow, das geht voll runter. Das gehört. Aber die ist ausgetrocknet, glaube ich, oder? Ey, der Aufstieg wird wieder hart. Das sage ich dir jetzt schon. Ach du Scheiße, das geht ja voll runter. Aber schön schwül. Wow, die ist größer wie die bei uns in Alanya. Also die kann ich empfehlen. Hier unten geht es ja noch weiter runter. Meinst du, wir kommen wieder hoch? Die Schwüle ist ja jetzt schon enorm. Wenn man aufpasst. Hier gibt es ein bisschen Wasser. Ach du Kacke. Das ist unheimlich. Wow. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, was ich da sehe. Guckt euch das mal an. Wow. Echt krass. Wow. Nicht hinfallen, gell? Ich bin jetzt voll überrascht. Ach du Kacke. Sorry. Wow. Leute, ich bin
begeistert. Also ich kann das empfehlen. Ich hätte gedacht, das ist was Kleines, aber ich bin hier überwältigt. Das Beste kommt noch. Warte mal. Du wirst sagen, das kann nicht sein. Hammer, oder? Ja. Das kann man ja gar nicht beschreiben. Die Nase läuft schon. Leute, schaut euch das mal an. Hier mitten in der Höhle ein See und voll sauber. Hm? Boah, wie alt die ist. Ich bin richtig geflasht. Da kannst du die Provinzen alleine vergessen. Vor allem die ist nicht so anstrengend, glaube ich, oder? Etliche Jahre es gebraucht hat, bis es so hoch geworden ist. Ja, sorry für das Flimmern, aber das ist ja, schaut aus wie so, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Ich habe sowas auch noch nicht gesehen. Da geht's noch weiter. Ja, aber da geht's ja hier noch weiter. Es geht noch weiter runter. Also die Höhle hat kein Ende. Wir sind schon gute 15 Minuten unterwegs. Aber das ist es wert. Oh, da geht's immer noch weiter. Und dann schauen wir weiter. Vielleicht, es geht immer weiter runter. Das hört gar nicht auf. Also Wahnsinn. Hier wird es ein bisschen glatter, aber gut ausgebaut, muss ich schon sagen. Treppen sind neu. Preis-Leistung ist super. Das muss man schon mal gesehen haben. Ja, krass. Unbeschreiblich. Ich kann es nicht beschreiben. Mit Worten. Bin geflasht. Schaut euch das mal an. Wie sauber. Wie viele Meter sind wir unten? Zurück geht's immer schwerer. Ah ja. Luftfeuchtigkeit ist schon enorm hier unten. Aber was will man machen? Wenn man was sehen will, dann muss man damit leben. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren, auch gerne vorbeikommen. So wollte ich euch zeigen, wie man danach ausschaut. Also ich bin pitschnass, vielleicht sieht man es hier. Also richtig Luftfeuchte unten, sehr hoch. Ich weiß nicht, ob es unbedingt für Asthmatiker gut ist. So heißt
die Höhle, aber es lohnt sich definitiv. Also, wenn ihr Lust habt, kommt gerne her. In diesem Sinne, goodbye Germany, welcome Alanya. In diesem Sinne, welcome Alanya, goodbye Germany, danke fürs Zuschauen, bis dann.